Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Sieht man den richtig? Ich grüße euch. Ich habe heute ein nagelneues Yumi DG für euch. Und zwar das Yumi DG A11 Smartphone. Was steht denn da drauf? Beyond Dreams. Na, ich würde es mal nicht übertreiben. Es ist ein Low-Budget-Gerät. Ich habe es bei AliExpress gekauft, war ich ein Fehler. Wurde halt ganz exklusiv auf AliExpress gelauncht und so. Und es gab einen Release-Preis. Und ich dachte, der ist echt fantastisch. Aber bei Banggood gibt es das günstiger. Und passt mal auf, 100 Euro. 100 Euro, aber das ist nicht Einstiegspreis. Einstiegspreis ist 84,72 Euro. Lohnt sich auch nicht wirklich, weil nämlich die Version für 84,72 Euro, die kommt mit 3 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festspeicher daher. Mein 100 Euro Smartphone, wofür ich 111 Euro bezahlt habe, weil es ja ein scheiß Release-Preis war auf AliExpress, das kommt mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher daher. 128 GB Festspeicher. Ich will jetzt kein Blödsinn erzählen, aber ich glaube, dass so ein speicherstarkes Telefon haben wir in dem Preisbereich noch gar nicht gehabt. Ist ein Android 11 Smartphone, das dürfte mal klar sein, sie sagt super neu, kommt mit dem Helio G25 daher. Ja, wir haben schon einen P60 gehabt und der P60 oder P70, der zieht den ab, den G25, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber der kam Mitte letzten Jahres erst raus, der SoC. Das ist also relativ aktuell, 12 Nanometer gefertigt, relativ grob. Und was haben wir, ein 8-Kerner mit maximal 2 GHz, was wollen wir von der Grafikeinheit. Power VR GE8320, ja, die kennen wir ja auch. Wir haben später noch komplett durchtesten, aber 128 GB Arbeitsspeicher, Festspeicher für 100 Euro, das ist schon ziemlich brachial, zumal wir den natürlich noch erweitern können. Also wenn wir jetzt noch eine 128 GB MicroSD-Karte von SanDisk reinballern, da hätten wir einen 1/4 TB Speicherplatz. Ich glaube, mehr kann man nicht erwarten in dem Preisbereich. Irgendwo muss gespart werden, das Display 6,53 Zoll, ist ein LCD-IPS-Panel mit einer Auflösung von HD+. Sprich 1600x720 Pixel im Format 20:9 ergibt eine Pixeldichte von 269 ppi. Wir haben eine Dreifachkamera auf der Rückseite und zwar eine 16 Megapixel Hauptkamera. Dazu kommt eine 8 Megapixel Ultraweitwinkel und jetzt 5 Megapixel Makro. Also 8 Megapixel Ultra-Wide-Winkel. Das ist in dem Preisbereich auf jeden Fall nennenswert. Ich bin mal auf die Qualität gespannt, weil gewisse Auflösung ist nicht alles. Allerdings ab einer gewissen Auflösung, also 2 Megapixel oder so, wird es blödsinnig. Die Frontkamera löst dann mit 8 Megapixel auf. Der Akku misst 5150 mAh. Das ist echt üppig. Wird mit 10 Watt geladen über USB-C. Ne? Klingt alles ganz gut. Wir haben Bluetooth 5, wir haben Dual-Wi-Fi 2,4 und 5 GHz, AC. Und ich würde sagen, da ergibt sich vom Datenblatt her ein ziemlich interessantes Gesamtpaket. Wer jetzt noch ein Full HD Plus Panel verbaut, ja, dann wäre es natürlich echt top gewesen, aber wäre halt ein bisschen too much. Vor allem bin ich hier auf das Kamerasetup wirklich sehr gespannt, zumal wir hier auch wieder ein Thermometer mit verbaut haben, Infrarotthermometer. Das hatte ich im letzten Yumi DG im A9 Pro, glaube ich, ja auch schon gehabt. Ist gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, wir reden nicht nur davon, die Körpertemperatur unbedingt messen zu müssen. Es ist kein medizinisches Produkt, das dürfte in dem Preisbereich auch nicht mal klar sein, zumal es ja ein Smartphone ist. Aber man kann Oberflächentemperaturen ja auch messen. Mal in den Kühlschrank mal reinhalten, mal zu gucken, ob die Wurst das wirklich noch länger überlebt. Dann wollen wir es mal auspacken. Hier checken wir immer erstmal so den Lieferumfang. Ach ja, LTE haben wir natürlich auch inklusive Band 20. Brauche ich natürlich nicht zu erwähnen. Wir alle wissen, dass der G25 jetzt aktueller SoC von MediaTek natürlich LTE unterstützt. Multilingual ist der ganze Spaß hier auch. Also irgendwelche Kompatibilitätsprobleme gibt es selbstverständlich nicht. Infrarotthermometer 2.0. Independent Shortcut Key. Wunderbar. Cinema Grade Display. Na, das würde ich aber hier mal in Frage stellen. Helio G25. Hier nochmal der Speicherausbau. Ionic Flat Edge Design. Bin mal sehr gespannt. 16 Megapixel. Ultra Wide AI Triple Camera. Und natürlich the massive battery. Wir haben hier schon im Lieferumfang ein... Wow. Auch das erinnert mich an ein anderes Yumi DG Telefon. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Hatte ich vor 1,5 Jahren vorgestellt. Aber wow. Wow. Die Rückseite sieht aus, wäre da noch eine andere Displayschutzfolie drauf. Erinnert mich hier an Oppo. Oder Oppo Reno 4 sah auch ähnlich aus, die Rückseite. Ich meine, wenn man schon was kopiert, dann bitte richtig. Und Yumi DG macht's richtig. Das ist ein mattes Blau. Und Beyond Dreams wiederum ist spiegelnd. Genauso auch Yumi DG. Das Kameramodul ist relativ dezent, muss ich sagen. Hier 3 Kameras, hier ist ein Infrarotthermometer und drunter noch ein LED-Flash. Wow. Oh, krieg ich die Folie ab? Nein, ich krieg die Folie nicht ab. Stattdessen geht nur das Sticker ab. Die Sache ist nämlich, dass unter der Folie auch noch eine weitere Folie drunter ist. Das ist Transportschutzfolie und drunter ist eine Displayschutzfolie. Den möchte ich bei Möglichkeit nicht mit abziehen. Okay, wir schauen uns das Gerät gleich mal aus der Nähe an. Hier haben wir erst noch einen Brief, direkt an uns adressiert. Beyond Dreams. In Gelb. Ja, obwohl Yumi DG eigentlich traditionell auf Rot setzt, ne? Haben wir hier zumindest beim USB-C-Kabel. Drunter ist hier noch ein Netzteil, also ein Ladegerät. 5 Volt, 2 Ampere, also das ist ein 10 Watt Ladegerät. Hier ist noch ein Zahnspangenschlüssel und drunter ein bisschen Dokumentation. Langweilig, aber wir haben zumindest eine gute Grundausstattung, zumindest wir Display-Schutzfolie schon drauf haben. Wir haben hier ein transparentes Case, also ist der Schutz von vorne und von hinten schon mal gewährleistet. Aber hallo, das Design! Das ist geil. Also wow. Also hier mal zum Vergleich, ja, wenn man mal Geräte
vom einfallslosesten Hersteller der Welt mal daneben legt. Da haben wir das iPhone 8 und das iPhone 10 oder iPhone X. Das ist auch eine Glasrückseite und sicherlich sehr hochwertig. Es gebraucht das Telefon, trotzdem haben wir ja keine Gebrauchsspuren. Aber ich meine, man kann. Ich weiß nicht, ob es bei Apple jetzt wirklich nur am Produktionsprozess liegt, dass die sagen, eine einfache Glasrückseite ist halt das günstigste, was man machen kann, was man jetzt realisieren kann. Aber schaut euch das mal an. Ja, wir haben hier matten Metallrahmen, der Fingerabdrücke anzieht. Das ist wirklich unfassbar. Dann eine schwarze Rückseite halt aus Glas, ne? Total langweilig. Warum halt nicht sowas? Würde man noch übelst feiern bei Apple? Das weiß ich, dass man das übelst feiern würde. Die würden sagen, es ist das beste Design ever. Das sagen sie natürlich bei diesen langweiligen Designen auch. Davon abgesehen, die Apple-Community ist da recht bescheiden, was das halt angeht. Aber das Telefon kostet einfach mal 100 Euro und sieht einfach mal 10 Mal besser aus. iPhone 10 hier, es ist ja egal, ob wir 10, 11 oder 12 nehmen, das 13, da wurde ja schon angekündigt, dass es genauso aussehen wie der Vorgänger, also kann man da wahrscheinlich nicht viel erwarten, was halt das Design angeht, aber sind Designer wirklich so teuer, dass halt sowas Einfaches hier nicht möglich ist, was heißt einfach, es sieht einfach geil aus, dann hier dieser matte Alu-Look, ja, wow, was ist das, ist eine zusätzliche Taste, ja, ist eine zusätzliche Taste, eine mechanische, wie gemerkt, hier oben ist der SIM-Schlitten, schließt perfekt mit den Rahmen ab. Und die Tasten sind ja aus Metall. Wow, die haben sogar einen unterschiedlichen Hub. Also die Lautstärkewippe und der Power-On-Taster. Der Power-On-Taster ist ein bisschen tiefer im Gehäuse versenkt als die Lautstärkewippe. Ja, wir haben noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss und auf der anderen Seite USB-C. Wir haben hier ein Mikrofon und natürlich den Lautsprecher. Ja, bei Apple ist es dann halt eine Lightning, ist ja klar. Naja, wenn wir uns jetzt hier mal die vordere Seite anschauen, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade einen Vergleich mit Apple bringe, wahrscheinlich, weil ich es angefangen habe. Jetzt muss ich es auch durchziehen, haben wir ja die breite Apple-Notch. Display-Body-Verhältnis ist hier ein bisschen schlechter, wie wir sehen. Also zumindest, was es Kind angeht, ist es bei Apple natürlich schmaler, dafür haben wir ja halt oben dann diese breite Notch, während wir hier bei den Humidigi A11 natürlich eine Tropfen-Notch haben. Ja, das Apple iPhone 8, das fällt hier natürlich vom Design her ganz raus, ist ja klar. Vielleicht zeige ich euch das auch, um halt nochmal so die preislichen Differenzen aufzuzeigen, weil wir reden ja von 100 Euro und da bekommt man natürlich kein iPhone für, jedenfalls keins, was halbwegs aktuell ist. Und erst recht natürlich nicht neu. Also designmäßig kann das Gerät hier definitiv überzeugen, wenn wir hier das Gerät eigentlich eingeschalten haben. Ja, wir sehen den HD Plus Panel also schon, weil wir haben eine relativ große Displayfläche und da ist die Auflösung natürlich ein bisschen unzureichend. Das haben wir ja schon an der Pixeldichte gemerkt. Also es verpixelt jetzt zwar nicht, aber im direkten Vergleich mit dem Full HD Plus Panel würde man das definitiv merken. So, diese frei belegbare Taste, was haben wir da im Moment drauf? Das Thermometer. Ja, das ist ganz einfach. Ich tippe jetzt hier einfach auf Measure und dann halte ich mir das schnell an den Kopf, ah, zu spät. Ja. Boah, der reagierte noch schneller als der andere. 36,6 Grad, aber an der Stelle ist auch nochmal gesagt, es ist halt kein medizinisches Gerät. Sag mal, da kann man Tendenzen ablesen, aber man sollte sich auf die Werte nicht zu 100% verlassen, weil dann braucht es auch eine Zulassung als medizinisches Gerät und muss entsprechende Tests dann auch durchlaufen. Hat das Gerät hier natürlich nicht. Aber was interessant ist, ja, Objects. Jetzt kann ich irgendwo hinhalten. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier meine Hand, 27 Grad. Allerdings, ihr merkt, wenn ich näher rangehe, geht die Temperatur nach oben. Seht ihr, jetzt gehe ich wieder weiter weg. 31 Grad erreiche ich sogar. Wobei, ja, wir haben eine Messtoleranz von 3 Grad mit abnehmenden bzw. zunehmendem Abstand. Also geht schon noch in Ordnung und wir dürfen nicht vergessen, 100 Euro, also ein gutes Thermometer bezahlt mir ja schon 70, 80 Euro so ein In-Ohr-Thermometer. Aber egal, finde ich auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit. Wie gesagt, man kann ja so Tendenzen auf jeden Fall ablesen und vor allem aber Temperaturdifferenzen kann man ablesen, also wie sich die Temperatur innerhalb von einem gewissen Zeitraum dann halt entwickelt. Wenn wir uns hier mal so ein bisschen durchs System navigieren, dann merken wir auf jeden Fall eins, ne? Es handelt sich natürlich um Android 11 Stock. Das heißt, hier hat Humidigi offenkundig gar nichts getan. Ich sehe hier nicht mal kosmetische Änderungen, aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil es nämlich auch immer bedeutet, dass wir hier pures Android genießen und zum Beispiel kein Bloatware-überladenes System vorfinden. Zello ist hier vorinstalliert, das ist für, ich weiß, so eine Push-to-Talk-Applikation, die man nutzen kann. Wir haben hier die frei belegbare Taste, die kann man ja zum Beispiel auch noch gedrückt halten, aber mit Sicherheit eine doppelte Funktion. Ah, ist im Moment das Flashlight draufgelegt, das finde ich ist eine sehr gute Idee, macht das Gerät nochmal ein bisschen praktikabler. Ach, wo wir gerade beim Praktikabel sind, es wiegt sich recht schwer in der Hand, muss ich an der Stelle ja schon mal gestehen und es wirkt auch ein bisschen dick. Das haben wir im direkten Vergleich zum iPhone ja auch gemerkt. Und das bedeutet hier in der Praxis, wir haben eine Gerätestärke von 9 mm. Das geht eigentlich klar. Die Kamera schaut dabei ganz leicht aus dem Gehäuse, aber ein Gewicht von 221 Gramm, das ist auch für die Gerätegröße, die ja nicht gerade gering ist, muss ich sagen, ziemlich üppig. Also es wiegt sich auch schwer in der Hand. Das Design im Übrigen, ihr merkt, es ist ein bisschen kantig. Vielleicht haben sie sich so ein bisschen an dem aktuellen iPhone orientiert, was ja auch so ein bisschen kantiger ist. Aber finde ich hier in dem Fall vollkommen in Ordnung, gerade weil das Gerät ein bisschen dicker ist, muss ich sagen, wirkt das doch alles und spielt auch gut zusammen. Verarbeitung macht auf den ersten einen sehr guten Eindruck. Also hier knackst nichts, hier verwendet sich auch überhaupt gar nichts. Das Ding liegt wie ein Brett in der Hand und ich denke mal, im 100-Euro-Bereich kann man ja nichts Besseres erwarten. Wir können noch im Einstellungsmenü schauen, ob wir hier irgendwas finden. Digital Wellbeing,
Bedienungshilfen konnten, das ist eigentlich ein Prinzip der, ach nee, hier, Smart Assistant, merken wir schon, der Punkt ist nicht übersetzt, also wurde der nachträglich reingepatcht, Systemsteuerung, haben wir im Moment hier die Android-Navigationstasten, wir können aber hier auch Bedienung über Gesten einstellen. So, und jetzt habe ich die Gesten, das bedeutet, ich gehe hier mal in Einstellungsmenü, wische nach oben und wische auf den Desktop oder ich wische von rechts rein auf links rein, das ist eine Zurückgeste und nach oben gedrückt halten, ah ja, und da ist der Taskmanager. Taskmanager, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Dann gehen wir mal noch ins Einstellungsmenü über das Telefon und schauen uns mal den Stand der Sicherheitsupdates an. Hier Android 11 und 5. März 2021 ist der aktuelle Sicherheitsstand. Da liegen wir also schon ein paar Monate zurück. Ich kann gleich mal spoilern. Android 12 wird es natürlich nicht geben. In dem Preisbereich bekommen wir keine Android-Upgrade-Version. Und ansonsten bekommt man in der Regel maximal ein Jahr Updates, allerdings mit größeren Abständen. Das ist klar. Ihr bezahlt hier 100 Euro, bekommt jede Menge Hardware, einen tollen Design und dann noch einen großen Update-Support. Das können die einfach nicht preislich realisieren. Das würden die ja nur noch Verluste fahren mit den Geräten. Nein, es funktioniert ja offensichtlich alles wunderbar. Also das System hier bin ich bisher ganz zufrieden. Und wir gehen mal in die Kamera. Da haben wir hier Schönheit. Das ist so ein Beauty-Filter, der alles schlimmer macht. Videomodus, Bildmodus. Ah, wir haben Porträtmodus, okay. Und extra haben wir noch einen Nachtmodus, Panoramamodus, einen Pro-Modus. Sehr gut, eine Zeitlupe haben wir auch, okay. Mal schauen, ist das ein echter Porträtmodus? Scheint soweit ein echter Porträtmodus zu sein. Ich glaube, ein Android-Männchen erkennt der Herr zwar nicht. Aber ihr kennt ja den gefakten Porträtmodus, wie der immer ausschaut. Da haben wir mal in diese Mitte diesen Kreis, den man auf und zu machen kann. Das ist hier aber nicht der Fall. So, ich habe ein paar Fotos gemacht, die blende ich euch jetzt mal ein. Wir gehen alle Kameras durch. Mit Makro habe ich angefangen. Und ich sehe die Ergebnisse im Moment nur auf dem Smartphone. Würde aber sagen, Makro sieht im Moment echt furchtbar aus. Ich denke, die Kamera ist nicht weiter zu gebrauchen. Hat auch keinen Autofokus. Ihr müsst also mal den perfekten Abstand wählen, damit das Bild scharf ist. Weitwinkel ist wirklich sehr weitwinklig, sieht auf dem Smartphone richtig gut aus. Ihr bekommt also sehr viel aufs Bild und die qualitativen Abstriche scheinen im Moment aber noch im Rahmen zu sein. Ja, dann natürlich die Hauptkamera, die nicht besonders weitwinklig ist, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und dann nochmal mit Zoomstufe 2. Das ist eine reine digitale Vergrößerung um 100% und dürftet ja schon die ersten Abstriche sehen. Es gibt ja schließlich keinen optischen Zoom. Ein Bild im Freien und da sehen wir dann Dynamikumfang. In dem Preisbereich muss ich sagen, ist der eigentlich ganz okay. Also macht eigentlich einen ganz guten Job. Ja, ansonsten noch ein paar andere Fotos eingeblendet. Also der Autofokus ist ziemlich zuverlässig, vor allem auch was das Fokussieren kleinerer Objekte angeht im Nahbereich. Farbwiedergabe macht soweit erstmal einen ganz guten Eindruck. Ich denke mal, in dem Preisbereich kann man echt ganz gut zufrieden sein, zumal wir hier wirklich drei echte Kameras haben. Das sind keine Fake-Kameras. Die Makrokamera, die ist ziemlich überflüssig. Die anderen beiden erledigen soweit einen ganz guten Job. Die Frontkamera scheint soweit auch ganz gut zu sein, könnte eine bessere Farbwiedergabe haben, definitiv. Ich muss später noch den Porträtmodus ausprobieren, scheint die aber auch ein echter zu sein. Ich bin eigentlich noch auf die Leistung gespannt. Und ja, kommen wir mal zum kleinen Fazit. Also Optik müssen wir uns nicht drüber streiten. Ich würde sagen, das ist das schönste Telefon von Yumidigi bisher und dann auch noch im 100-Euro-Bereich ist es vielleicht sogar das schönste Telefon im Low-Budget-Bereich. Also auch Xiaomi, muss ich sagen, macht dagegen echt eher langweilige Designs in dem Preisbereich. Wie gesagt, ich finde, es hat so ein bisschen was von Oppo Reno und zu einer Zeit hatte ich den Oppo Reno 4 ja schon gesagt. Es ist ein echt super nice Telefon von der Optik her und Yumidigi ist das hier einfach richtig gut gelungen. Also dieses matte Blau, damit den Schriftzug in Verbindung mit diesen edlen matten Metallrahmen. Ich denke zumindest, dass es Metall ist. Wenn es kein Metall ist, dann ist es perfekt gefaked. Was Konnektivitäten angeht, haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben Dual Wi-Fi AC, wir haben Bluetooth 5, wir haben LTE inklusive Band 20. Ich denke mal, mehr kann man da nicht erwarten. Was wir leider nicht haben, das ist NFC. Ganz wichtiger Hinweis. In dem Preisbereich ist das eh nicht Standard, davon abgesehen. Ich würde jedem die Version mit 4 GB Arbeitsspeicher und 28 GB Festspeicher empfehlen. Ich meine, der Preis, wir reden hier von 15 Euro Preisunterschied. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Gibt es im Moment, wie gesagt, bei Banggood sehr günstig. Das wird es früher oder später dann auch bei Amazon geben, bei eBay. Bei eBay habe ich schon was gesehen, aber da war es mega teuer. Nee, eBay ist Blödsinn, ja, bezahlt 180 Euro und das ist auch noch Import. Also auf jeden Fall ein lohnenswertes Angebot und ich denke mir, ein schmuckeres Telefon wird man in dem Preisbereich auf jeden Fall nicht finden. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn euch das hier gefallen hat. Ihr könnt mir einen Daumen nach oben da lassen, schreibt mir eure Gedanken zu dem Telefon unten in den Kommentarbereich. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit Yumidigi. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren für noch mehr China-Smartphones. Ich habe das Realme GT hier noch auf dem Tisch liegen. Das kommt als nächstes im Kurztest. Bis dahin.